Frau Präsidentin, lieber Landesrabbiner Pressmann, lieber Rabbiner Homolka, liebe Mitglieder der jüdischen Gemeinde, meine Damen und Herren. Vor 80 Jahren brannten die Synagogen. Sie brannten in Potsdam, in Eberswalde, in Cottbus. 25 Synagogen und Gebetshäuser im heutigen Land Brandenburg wurden geschändet, 19 davon vollständig zerstört. Organisierte Schlägertrupps setzten jüdische Geschäfte in Brand, überfielen Jüdinnen und Juden in ihren Wohnungen. Tausende jüdische Männer wurden verhaftet und in Konzentrationslager verschleppt, auch in das KZ Sachsenhausen in Oranienburg. Bereits wenige Tage zuvor, Ende Oktober 1938, hatten die Nazis im Rahmen der sogenannten Polenaktion mindestens 17.000 Juden im Deutschen Reich, aus Polen eingewanderte Juden, verhaftet und über die deutsch-polnische Grenze abgeschoben. Am 9. November 1938 nun wurde jedem in Deutschland offenbar, dass Antisemitismus bis hin zum Mord nun staatsoffiziell war. Diese Nacht war der Wendepunkt von der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ausgrenzung der Jüdinnen und Juden hin zu ihrer Vernichtung, hin zum größten Völkermord der Geschichte. Am Ende der Shoah waren 6 Millionen Menschen ermordet, davon 1 Million Kinder, zu Tode geprügelt, geschunden, vergast. Heute, 80 Jahre danach, stehen wir immer noch fassungslos vor diesem staatlich organisierten Terror, vor diesem unfassbaren, unsagbaren Verbrechen. Heute, 80 Jahre danach, stehen wir hier und sagen, kein Vergeben, kein Vergessen. Aber, meine Damen und Herren, wer hätte gedacht, dass wir 73 Jahre nach Ende der Shoah erleben dürfen, dass jüdisches Leben in Brandenburg wieder sichtbar wird, dass wir wieder lebendige jüdische Gemeinden haben, dass in Cottbus eine Synagoge existiert und wir erst vor wenigen Tagen am 9. November die symbolische Grundsteinlegung für die Errichtung der Synagoge in Potsdam erleben durften. Was für ein Glück für Brandenburg. Voller Dankbarkeit sehen wir, dass Menschen jüdischen Glaubens wieder Vertrauen in unsere Gesellschaft und in unsere Demokratie haben. Dass sie daran glauben, dass es neben Vergangenheit und Gegenwart auch eine Zukunft für jüdisches Leben in Brandenburg gibt. Wie dankbar können wir sein, dass jüdisches Leben in Brandenburg wieder erlebbar ist, dass wir gemeinsam mit Jüdinnen und Juden Kabbalat Shabbat feiern können, dass hier mitten in Potsdam Rabbinerinnen und Rabbiner ausgebildet werden, um ihren Dienst in den Gemeinden weltweit anzutreten. Wie schön war es, beim Rabbinertreffen im Sommer diesen Jahres Juden auf Potsdams Straßen tanzen zu sehen. Und wie großartig ist es zu erleben, dass Christen, Juden und Atheisten miteinander ins Gespräch kommen oder wie sich Kirchgemeinden und jüdische Gemeinden gemeinsam in der Flüchtlingsarbeit engagieren. Es gibt so viele kleine und große Aktivitäten, die Akzeptanz und Respekt schaffen. Ein Beispiel ist das gemeinsame Projekt der Union progressiver Juden und des Zentralrats der Muslime, die mit jüdischen und muslimischen Juden, Jugendlichen nach Auschwitz reisten, um dort gemeinsam der Opfer zu gedenken. Oder das Projekt der Johanniter in Finsterwalde, wo mit muslimischen Juden, Jugendlichen das Laubhüttenfest gefeiert wurde. Interreligiöser Dialog kann Vorbehalte abbauen, Akzeptanz und Solidarität schaffen. Und ich danke allen, die sich in diesem Bereich engagieren. Meine Damen und Herren, ich bin sehr dankbar dafür, dass viele Menschen in den vergangenen Jahren so viel für die Zukunft jüdischen Lebens in Brandenburg getan haben. Als Landespolitik haben wir unseren Beitrag geleistet und werden ihn auch weiter leisten. Kollegin Geiwitz hat eben bereits die Einrichtung der Fachstelle Antisemitismus erwähnt. Und erst in diesem Jahr haben wir den Freundeskreis Israel gegründet, der sich unter anderem zum Ziel gesetzt hat, jüdisches Leben, Religion und Kultur in Brandenburg nach Kräften zu fördern und wo nötig zu schützen. Und doch wissen wir, dass allen Anstrengungen zum Trotz der Konsens, dass Jüdinnen und Juden selbstverständlich zu uns gehören, in Gefahr ist. Wir haben es heute wieder verstärkt mit Antisemitismus in unserem Land zu tun. Da sind die Veränderungen in der Sprache. Wir hören vom Denkmal der Schande oder vom Vogelschiss der Geschichte. Wir hören von der Verharmlosung des unfassbaren Terrorregimes der Nationalsozialisten oder dem Infragestellen der Existenz von Gaskammern, ausgerechnet in einer KZ-Gedenkstätte. Und wir müssen erleben, wie Menschen jüdischen Glaubens auf der Straße beschimpft oder jüdische Geschäfte angegriffen werden. Es ist unerträglich, wenn ein jüdischer Restaurantbesitzer in Berlin darüber nachdenken muss,
ob er hier noch eine Heimat hat, weil er die Angriffe, die Drohungen, die Beleidigungen nicht mehr aushält. Es ist eine Schande, dass Kinder in der Schule ihre Religion geheim halten oder auf der Straße nicht mehr Hebräisch sprechen, weil sie Angst haben, dass sie verhöhnt oder gar angegriffen werden. Meine Damen und Herren, in der vergangenen Woche haben wir überall im Land der Opfer der Shoah gedacht. Wir standen gemeinsam an den Orten der Erinnerung und haben uns ins Gedächtnis und ins Bewusstsein gerufen, zu welch unfassbaren Verbrechen die Menschen in Deutschland zwei Generationen vor uns fähig waren. Es begann damit, dass Menschen ausgegrenzt, diffamiert und als fremd und andersartig definiert wurden. Es begann damit, dass sie für alle Probleme verantwortlich gemacht wurden. Wir wissen heute, dass die ausbleibende Solidarisierung der Bevölkerung mit ihren jüdischen Mitbürgern bei den Novemberpogromen den Nationalsozialisten die vollständige Vernichtung der Jüdinnen und Juden erst ermöglichte. Welch Leid wäre den Menschen erspart geblieben, hätte es mehr Zivilcourage, hätte es lauten Protest, hätte es Widerstand gegen die unfassbare Gewalt in diesen Novembertagen gegeben. Hätten die Menschen gesagt, nein, wir lassen nicht zu, dass unseren Nachbarinnen und Nachbarn solche Gräuel angetan werden. Hätten die Kirchen gesagt, nein, wir lassen nicht zu, dass Gotteshäuser brennen. Hätten mehr Menschen Nein gesagt, wäre der nationalsozialistische Terror, wäre der Massenmord an den Jüdinnen und Juden nicht möglich gewesen. Und meine Damen und Herren, genau darin liegt heute unser Auftrag. Dieser Auftrag heißt nie wieder. Das bedeutet für uns, dass wir nie wieder zulassen, dass Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung aus der Gesellschaft ausgegrenzt werden. Nie wieder werden wir Menschen allein lassen, die in die Schusslinie von Nazis geraten. Und nie wieder werden wir schweigen, wenn Bevölkerungsgruppen diffamiert und zum Sündenbock gemacht werden sollen. Und eines sei gewiss, Sie mögen in die Parlamente einziehen, aber wir werden nicht zulassen, dass Sie mit Ihrem Hass und Ihrer Hetze jemals wieder die Köpfe und Herzen der Menschen in unserem Land gewinnen. Ich will einen positiven Ausblick wagen. In der vorigen Woche hat erstmals ein jüdischer Zukunftskongress in Berlin stattgefunden. Hier haben Jüdinnen und Juden aller Altersgruppen, gesellschaftliche, religiöse und politische Akteure gemeinsam Perspektiven für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland entwickelt. Es stimmt hoffnungsvoll, dass dieser Zukunftskongress unter dem Motto »Weil ich hier leben will« stattgefunden hat. Und anknüpfend daran will ich sagen, ich möchte, dass Jüdinnen und Juden hier in Deutschland, hier in Brandenburg gut leben können, hier gern leben wollen. Und dazu gehört, dass sie tatsächlich ohne Diskriminierung und ohne Angst hier auch leben können. Meine Damen und Herren, das ist unsere Verantwortung und dieser werden wir uns stellen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.